Herzlich willkommen zur Playlist Familienrecht auf 6 Minuten Jura. Mit dieser Playlist führe ich eine Neuerung ein, und zwar Vertiefungsfilme. Sie sind besonders gekennzeichnet und richten sich an diejenigen unter Ihnen, die schon solide Grundkenntnisse haben, sie aber mit Blick auf das Examen oder das Referendariat erweitern und vertiefen möchten. Worum geht es im Familienrecht? Der Begriff der Familie, der diesem Rechtsgebiet seinen Namen gibt, ist im BGB nicht definiert, auch wenn das Gesetz selbst das vierte Buch mit Familienrecht bezeichnet. Im Sprachgebrauch versteht man unter einer Familie die Gesamtheit der Personen, die durch Ehe, Verwandtschaft oder Schwiegerschaft miteinander verbunden sind. Üblicherweise wird dabei zwischen der Klein- und der Großfamilie unterschieden. Mit Großfamilie meint man zunächst die Gemeinschaft aller Blutsverwandten. Von diesem Verständnis geht das Gesetz beispielsweise in den Paragraphen 1601 oder 1589 aus. Von der Kleinfamilie spricht man demgegenüber, wenn man die Haushalts- oder Hausgemeinschaft von Eltern mit ihren Kindern bezeichnen möchte. Das BGB regelt im Wesentlichen nur die Rechtsbeziehungen zwischen den Mitgliedern einer solchen Kleinfamilie und die als Ehe bezeichnete Paarbeziehung. Hierzu zählen etwa die Bestimmungen des Eherechts, der Paragraphen 1297 bis 1588 BGB, aber auch das Rechtsverhältnis zwischen Eltern und ihren Kindern, Paragraphen 1616 folgende. Neben dem Familienrecht des BGB spielt Artikel 6 Grundgesetz eine zentrale Rolle für das deutsche Familienrecht. Dieses Grundrecht ist weder durch einen Gesetzesvorbehalt noch auf andere Weise eingeschränkt. Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz enthält nach den Vorstellungen des Bundesverfassungsgerichts im Wesentlichen drei zentrale Aussagen. Es schützt die Privatsphäre von Ehe und Familie vor störenden Eingriffen des Staates. Es enthält eine Instituts- oder Einrichtungsgarantie. Und es enthält eine Grundaussage im Sinne einer verbindlichen Wertentscheidung. Daraus folgt im Wesentlichen negativ formuliert das Benachteiligungs- und Schädigungsverbot sowie positiv formuliert das Förderungsgebot. Dies behalten Sie bitte stets im Hinterkopf, denn das Familienrecht ist stark grundrechtsgeprägt. Die Europäische Menschenrechtskonvention enthält mit den Artikeln 8, 12 und 14 übrigens ebenfalls Vorschriften zum Schutz von Ehe und Familie. Neben dem Begriff der Ehe spielt derjenige der Verwandtschaft im Familienrecht eine große Rolle. Die Verwandtschaft im Sinne des BGB geht über die durch Blutsbande vermittelte hinaus, denn sie umfasst die auf Abstammung beruhende Blutsverwandtschaft nach § 1589 BGB, die Schwägerschaft nach § 1590 BGB infolge der Eheschließung und die Annahme als Kind, sogenannte Adoption, nach § 1741 folgende BGB. Blutsverwandt ist man mit denjenigen Personen, von denen man abstammt, mit denjenigen, die von einem selbst abstammen, sowie mit denjenigen, mit welchen man gemeinsam von einer dritten Person abstammt. Die Verwandtschaft bestimmt sich nach Graden, das heißt nach der Anzahl der Zeugungen bzw. Geburten, die zwischen den beiden betreffenden Personen liegen. Unter Schwägerschaft versteht man eine Verbindung aus Verwandtschaft und Ehe. Verschwägert ist man mit den Verwandten seines Ehegatten und mit den Ehegatten seiner Verwandten, § 1590 Absatz 1 Satz 1 BGB. Keine Schwägerschaft besteht demgegenüber zwischen den Verwandten der Ehefrau mit denen des Ehemannes. Die Schwägerschaft dauert übrigens nach der Eheauflösung fort, § 1590 Absatz 2 BGB. Kommen wir abschließend zu den wichtigsten Rechtsquellen des Familienrechts. Neben dem schon erwähnten Artikel 6 Grundgesetz sind es im Wesentlichen die Vorschriften des vierten Buchs des BGB. Zu erwähnen sind ferner vor allem das Lebenspartnerschaftsgesetz, das Personenstandsgesetz, das Versorgungsausgleichsgesetz sowie die verfahrensrechtlichen Vorschriften des FAMFG. Das war Ihr Einführungsfilm zur Playlist 6 Minuten Jura Familienrecht. Ich danke für Ihr Interesse. Noch mehr lernen können Sie, wenn Sie jetzt folgende Fragen beantworten. Sind Ehegatten als solche miteinander verwandt oder sind sie miteinander verschwägert? Was versteht man unter dem Begriff der Kern- oder Kleinfamilie?
Was versteht man unter den Stiefverwandten? Wenn Sie die Fragen zunächst für sich selbst beantworten wollen, was ich empfehle, drücken Sie jetzt auf Pause. Sonst folgen in einigen Sekunden die Antworten. Und hier sind die Antworten. Ehegatten sind weder miteinander verwandt noch verschwägert. Es besteht in § 1307 BGB sogar ein Eheverbot zwischen Verwandten. Mit Kernfamilie ist die höchstens zwei Generationen, Eltern und ihre Kinder, umfassende Hausgemeinschaft gemeint. Sie steht nach Artikel 6 Grundgesetz unter einem besonderen staatlichen Schutz. Auch beziehen sich die wichtigsten familienrechtlichen Bestimmungen auf die Kleinfamilie. Von ihr ist die Großfamilie zu unterscheiden, die die Gemeinschaft aller Blutsverwandten umfasst und namentlich Grundlage für das gesetzliche Erbrecht nach den Paragraphen 1924 bis 1929 BGB ist. Dem Begriff der Stiefverwandtschaft kommt keine eigenständige rechtliche Bedeutung zu. Man versteht unter ihm sowohl halbbürtige Verwandte, wie etwa den Stiefbruder oder die Stiefschwester, als auch Personen, die überhaupt nicht miteinander verwandt sind, sondern lediglich verschwägert, wie etwa die Stiefmutter.